Südkärnten sucht den Superbotschafter. Diesmal präsentieren wir Ihnen Ed Ward. Ich bin der Ed und ich war lange Zeit in Europa unterwegs und bin jetzt seit 2 Jahren mit meiner Familie hier in Kärnten sesshaft. Und der Petzen, das ist, also ja, für mich ist es also ein bisschen alles. Es hat es muss Stein haben. Und für mich als, ja, in den Bergen, es muss Stein geben, ja. Und da auch, also es ist kein einfaches Grasberg, es ist ein steiniges Berg. Und das, ja, das bringt ein gewisses Etwas damit. Yeah. Snow up there snow, and up there. Snow everywhere, isn't it? You'd slip on the snow, wouldn't you, Bonk? A little bit. Snow, isn't it? Snow everywhere. Oh, Daddy. Yeah. Auf dem Petzen ist es leicht zu erreichen. Also geht man mit dem Gondel hoch. Also kannst du die Kinder mitnehmen, kannst die Frau sogar mitnehmen, wenn sie sich benimmt. Und dann kann man da oben auf der Spitze stehen, ein Fuß in Slowenien, ein Fuß in Kärnten. Also das ist irgendwie eine spannende Geschichte. Come on, let's get some chips. Ich komme ursprünglich aus Newcastle, im Nordosten Englands, wo der See etwas kälter ist wie hier und das Wetter etwas schlechter. Das war damals. Also jetzt bin ich hier zu Hause. Es kam eigentlich daraus, dass meine Frau eine Wasserratte ist. Ich bin ein Bergmensch, ein Bergfex. Und ja, am besten wäre es irgendwo hin, wo beides hat. Und eigentlich passt Kärnten und besonders Südkärnten passt dazu genau. Daddy, have a drinky for sure. Also hier kann man Skifahren gehen, hier kann man schwimmen gehen, hier kann man wandern gehen und alles, was eigentlich nützlich ist von mir aus, für ein Kind, für eine Familie, ist eigentlich hier drin. Das ist eine große Kirche. Georgiberg ist für uns eigentlich ideal. Wenn wir Besuch bekommen, das bekommen wir ziemlich oft, dann gehen wir eigentlich als erstes darauf in Georgiberg. Weil vom Georgiberg her sieht man eigentlich alles. Sieht man unser Haus, also das ist wichtig für uns. Sieht man den See unten. Raffi, do it. Und ja, da oben gibt es diese Wunschglocke bei der Kirche da, was eigentlich was besonders für die Kinder ist, was eigentlich findet man nicht überall. Sieht man von hier eigentlich viel mehr, als man denkt. So ein kleiner See. Da haben wir Stein, da haben wir Jauntal, da haben wir Klagenfurt und dann haben wir noch ein Dobratsch hinten, Villach. Eigentlich, ich weiß nicht, wie weit das müsste sein. Also ich denke, wie 60 oder so Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Gut, komm hier. Jetzt gehen wir schwimmen, oder? Ja. Gehen wir schwimmen, gehen wir baden. Also geplant ist, dass wir eigentlich hier bleiben. Also das erste Jahr war ein bisschen komisch, weil wir sozusagen hier auf Urlaub waren. Aber nach dem ersten vollständigen Jahr fühlt man sich langsam hier zu Hause. Gell? Ja, die Nachbarn sind alle nett. Wie gesagt, es passt eigentlich alles. Wenn das Kind hier so eingesiedelt ist und ein bisschen kärntnerisch zu reden anfängt, dann bleiben wir da, schätze ich.